Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Heute gibt es Waffeln. Ich mache die im Thermomix. Und hier, das sind jetzt Leinsamen Gold. Die dienen jetzt in dem Fall unter anderem als Eiersatz. Und wie ich das jetzt mache, das zeige ich euch jetzt mal eben. Ich habe jetzt hier 2 Esslöffel in den Personal Blender gegeben. Wir müssen das jetzt erstmal ein bisschen durchmalen. So sehen die aus. Ihr könnt auch die dunklen nehmen. Und mal das jetzt mal eben durch. Ja, ihr könnt wie gesagt auch die dunklen Leinsamen nehmen. Das macht von der Konsistenz her gar nichts aus, aber die goldenen, die sind vom Geschmack her etwas milder. Die kriegt man nur nicht immer. So sehen die jetzt gemahlen aus. Und dann geben wir noch ein bisschen Wasser dazu und dann muss das Ganze noch mal verrührt werden und dann quillt das auf und dann gibt das so eine glibberige Masse und ist sehr gut als Eiersatz. So, dann geht es weiter. Als erstes brauchen wir Margarine oder die Alsan, die nehme ich halt ganz gern. Eigentlich nehme ich lieber die goldene, aber die habe ich jetzt nicht bekommen. Dann habe ich die grüne halt gekauft und davon brauchen wir 120 Gramm. Und das geben wir jetzt erstmal in den Thermomix. Ihr könnt das natürlich auch in einer ganz normalen Küchenmaschine machen. Dann brauchen wir noch Zucker. Ich habe jetzt hier 70 Gramm genommen. Dann werden die Waffeln aber nicht sehr süß. Wenn ihr die also süßer mögt, dann gebt einfach mehr Zucker hinzu. Ich habe jetzt normalen Zucker verwendet. Ihr könnt natürlich auch eine andere Süße nehmen, ganz nach Geschmack. Ein Päckchen Vanillezucker gebe ich noch hinzu und eine ganz kleine Prise Salz. Und ihr könnt natürlich dann noch, wenn ihr das mögt, ein bisschen abgeriebene Zitronenschale mit reingeben oder Rumaroma oder halt auch ein bisschen Rum. Das schmeckt ja auch immer ganz lecker, aber da verzichte ich jetzt drauf. Ich mixe das Ganze dann nach Gefühl durch. Das waren jetzt hier so 20 Sekunden auf Stufe 4,5, 5. Ja, da habe ich jetzt halt keine genauen Zeitangaben. Ich gucke dann immer mal rein, wie es von der Konsistenz her aussieht. Und wenn ich meine, das müsste noch ein bisschen gerührt werden, dann rühre ich halt noch weiter. Ja, und dann kommt mein Eiersatz zum Einsatz, nämlich die Leinsamen. Ich nehme aber nicht das Ganze, was da drin ist. Das ist nämlich doch ein bisschen viel. Ich nehme jetzt so einen guten Esslöffel. Denn der Eiersatz sozusagen aus Leinsamen, der eignet sich dann eher so bei Vollkorngebäck oder sowas, was ein bisschen fester ist. Und dieser Apfelmus, oder das ist jetzt bei mir Apfelbirnenmus oder Mark, also reiner Apfelmus geht auch natürlich. Das ist auch eine andere Form, Eier zu ersetzen. Und das ist ganz gut so in feuchten Teigen oder in Muffins oder sowas. Da kann man das gut benutzen. Und deswegen mische ich das jetzt. Und davon habe ich jetzt so 140 Gramm reingegeben. Ja, und dann wird das Ganze nochmal durchgemixt. Ich habe das dann jetzt auch wieder auf Stufe 4, 4,5 gedreht. Und habe das dann auch wieder so lange durchmixen lassen, bis das alles gut vermischt ist. Das war jetzt ungefähr eine halbe Minute. Ihr könnt das auch länger mixen, also länger schadet auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt kommt noch Mehl hinzu. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl verwendet. Ihr könnt natürlich Weizenmehl auch nehmen, also für Waffeln auf jeden Fall ein feines Mehl. Und das waren 250 Gramm. Dann noch Backpulver. Davon habe ich jetzt einen halben Teelöffel reingegeben. Und dann brauchen wir noch eine Pflanzenmilch. Ich habe jetzt hier so Soja-Reisdrink genommen. Der ist relativ geschmacksneutral, finde ich. Da müsst ihr mal gucken, was ihr gerne mögt. Mandelmilch schmeckt bestimmt auch sehr lecker. Ja, also irgendwas, was ihr vom Geschmack her halt auch gerne mögt. Und das sind jetzt 250 Milliliter. Und wenn ich das jetzt hier reinschütte und gleichzeitig die Waage anhabe, dann seht ihr, dass das ungefähr 230 Gramm sind. Vielleicht waren es ein paar Milliliter weniger. Es könnten also so 235 Gramm oder sowas sein, wenn ihr das jetzt mal interessant findet. Ja, dann mixen wir das Ganze wieder einmal gut durch. Also wie gesagt, ihr könnt eher ein bisschen länger mixen als zu kurz, damit sich dann auch wirklich schön der Teig, damit der schön geschmeidig wird. Und die einzige Zutat, die jetzt noch fehlt, das ist Sprudelwasser. Ja, und da kommt nämlich noch 1/8 Liter von rein und wird dann zum Schluss noch langsam untergerührt. Das Sprudelwasser in dem Teig bewirkt, dass die Waffeln hinterher knusprig werden. Ja, nochmal kurz verrühren, so weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden auf Stufe 4 oder sowas und dann sieht der Teig so aus.
Und ihr könnt das mit dem Löffel nochmal eben dann probieren, dass der auch nicht zu flüssig ist. Und so ist jetzt mein Teig und ja, der war von der Konsistenz her genau richtig. Ja, dann habt ihr ein heißes Waffeleisen. Ich habe jetzt hier dieses belgische, das habe ich mir neu gekauft. Ich hatte vorher immer so ein Herzchen-Eisen, aber mein Sohn wollte mal belgische Waffeln. Ja, und was macht man nicht alles? Und ja, ich habe jetzt den Teig dann halt da reingegeben, wie das halt so gemacht wird bei Waffeln. Und nach einer gewissen Wartezeit sind die Waffeln dann auch fertig. Und auch wenn das jetzt hier im Video erstmal nicht so aussieht, als wären sie knusprig, wenn man die jetzt aus dem Eisen holt, sind die erstmal weich. Aber wenn man sie zum Abkühlen auf ein Gitter legt oder sowas, dann wird man schnell feststellen, dass sie relativ schnell knusprig werden. Ja, und so sehen die Waffeln dann aus, wenn sie fertig serviert sind mit Milchreis, Zimtzucker und Kirschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis bald. Tschüss!